mit Stefan. Was treibt er? Ach, du weißt schon. Tagebuch schreiben, lesen, sich frisieren. Damon, ich komme damit klar, also sag schon, was? Klingelt es zum Unterricht? Oh, klingelingeling. Komm ja nicht zu spät. Jupp, Spritztour. Ich sitz vorne. Eigentlich nein. Was, soll ich lieber hinten bei dir sitzen? Du kommst nicht mit, Damon. Wieso? Immerhin habe ich sie gefunden. Jetzt hör mal zu. Bonnie hat ihre Mutter seit 15 Jahren nicht gesehen. Da brauchen wir keine höhnischen Bemerkungen von dir, die alles kommentieren. Was ist denn mit euch beiden los? Wir haben uns geküsst. Jetzt ist es komisch. Na dann, gute Fahrt. Hallo, Geburtstagskind. Ein Drink. Jeremy kifft wieder. Hat er denn gutes Zeug? Du Arsch! Du hast da wohl etwas in meiner Jackentasche vergessen. Ach ja. Lieber Elijah, setzen wir uns doch zusammen und planen die Zerstörung deines Bruders. Mit Gruß und Kuss. Damon. Aufwachen, Schlafmütze. Was machst du da raus hier? Du hast von mir geträumt. Der Sabada beweist es. Oh mein Gott. 6 Uhr morgens. Ist das dein Ernst? Hast du echt nichts Besseres zu tun um 6 Uhr morgens? Schön, dann komm ich aber nicht mit Steffen zurückholen. Bis da. Warte. Was? Wovon redest du? Wo ist er? Windy City. Er ist in Chicago. Woher weißt du das? Er erschien mir im Traum. Ich war nackt. Hätte dir gefallen. Fang an zu packen. Geht's ihm gut? Sagen wir einfach, er ist nicht dort für eine Talkrunde mit Oprah. Leg die auf den Einpackstapel. Liebes Tagebuch, ein Streifenhörnchen hat mich heute nach meinem Namen gefragt. Ich hab gesagt, ich heiße Joe. Diese Lüge wird mich für immer verfolgen. Ich möchte Sie auf einen Drink einladen. Was für kranke Freaks seid ihr? Ich sagte, trinken. Wie war noch gleich Ihr Name? Fahr zur Hölle. Möchten Sie noch einen Schluck? Liam. Liam Grant. Liam Grant. Nehmen Sie noch einen Schluck, Liam. Austrinken. Na bitte. Dein Freund sitzt wegen Mordes in Haft. Du musst etwas tun. Naja, ich könnte ja Doktor falsche Anschuldigung die Kehle rausreißen oder vielleicht die Zunge. Ich könnte sie in klitzekleine Stückchen zerkauen und damit Eichhörnchen füttern. Hör auf, Damon. Mich rauszuhalten klingt wohl plötzlich doch nach einer guten Idee.